Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute werfen wir einen Blick in die Look Fantastic Limited Edition Trending Beauty Edit. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen reinzuschauen, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ich weiß noch nicht, wie viel die kosten wird. Erfahrungsgemäß so 60 bis 70 Euro und mit meinem Code CLAUDIWELT kannst du darauf auch nochmal 5 Euro sparen. Und ich setze dir gerne dazu einen Link in die Infobox, der wäre auch Affiliate. Das heißt, du würdest mich darüber supporten, wenn du magst. Ich bekomme sie in PR zugeschickt, um sie vorstellen zu können. Und weil ich mich da jedes Mal so darüber freue, habe ich mir auch dieses Mal gedacht, dass ich einfach dieses Mal auch wieder eine selbst zusammengestellte Beautybox verlosen werde. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unter dem Video in der Infobox. Schau gerne mal vorbei. So, die Look Fantastic The Box ist eine der besten Beautyboxen meiner Meinung nach auf dem Markt, weil du einfach ein richtig gutes Preis-Leistungs-Verhältnis hast und die hauen immer wieder spannende Limited Editions raus. Die sind preislich nicht günstig, keine Frage, aber wir haben hier einen hohen Wert drin und wir haben ja auch die Möglichkeit, sowohl Marken als auch Produkte in sehr großen Größen oft erfahren zu dürfen und dementsprechend ja für einen richtig knackigen Preis auch zu bekommen. Ne? Dementsprechend ist es eigentlich immer eine nice Sache und deswegen zeige ich euch auch von Herzen gerne, was dieses Mal in der LE drin ist. Man sieht aber tatsächlich auch schon direkt online, was in den Limited Editions drin ist. Also die machen da keinen Buhai drumherum. Ich habe jetzt hier einmal die Box da, nehme ich mal den Deckel ab. Das ist jetzt auch wieder eine von den Boxen, die sehr doll verschlossen. Das ist gar nicht so leicht, die aufzukriegen. Ich habe hier wirklich viele Produkte drin. Das sieht sehr spannend aus. Ich bin wirklich gespannt, wie da der Preis sein wird, bin ich ganz ehrlich. Denn der QR-Code wird hier noch nicht scannbar sein. Ich habe nämlich eben erst die E-Mail bekommen, dass die Limited Edition zwar bei mir eingetroffen sein könnte, sie aber noch nicht verfügbar ist. Wenn das Video online geht, ist sie aber schon verfügbar. Genau. Wir haben dekorative Kosmetik und Pflege hier drin enthalten und ich sehe hier auch große Pflegeprodukte, aber auch ein paar etwas kleinere. Zum Beispiel hier von Bioderma. Das ist echt süß. Das ist ein Make-up Removing Micellen Solution for Face and Eyes. Das ist richtig süß. Also das wird jetzt auch keinen irre hohen Wert haben. Aber ich glaube jetzt so im Hinblick auf die anstehende Urlaubssaison sind diese 20 Milliliter gar nicht so verkehrt. Ich persönlich würde es dann halt empfehlen, als ersten Schritt vom Double Cleansing zu verwenden und dann später unter der Dusche oder am Waschtisch, wo auch immer man sich dann abschminkt, ne, halt nochmal mit einem Reiniger, mit einem normalen Reiniger drüber zu gehen, um da halt wirklich alles nochmal runterzunehmen. Genau, ja. Fand ich süß klein, oder? Hier habe ich eine Originalgröße drin von Morphe Bake and Set Setting Powder. 9 Gramm haben wir hier drin. Ja, an und für sich, ich sage es immer wieder, und hier hat auch Look Fantastic Beauty, glaube ich, zugehört. Leute, packt in die Boxen transparente Puder, Augenbrauengele, Primer mit rein. Das sind so die Sachen, die auch wirklich viele Leute, Mascara, ne, viele Leute verwenden können und die nicht irgendwie Hautfarben, Haarfarben gebunden sind. Hier habe ich auch die Farbe Translucent. Es ist halt von Morphe. Ne? Kommt jetzt immer in Fullface Beauty Boxen mit rein, in das nicht nächste wahrscheinlich, was ihr sehen werdet, sondern das übernächste, weil das nächste wird zu diesem Look sein. Habe ich nämlich gerade erst gedreht. Ja, es ist ein loses Puder. Morphe ist eine Marke, die ich jetzt eigentlich gar nicht so hart mehr feiere, weil die das ein oder andere vergeigt haben. Schaut dazu einfach mal bei zum Beispiel Contra Junkie vorbei, die hat da ein Video zugedreht. Oder auf YouTube einfach mal Morphe Skandal oder so eingeben, da geht die Party ab. Nun, auf jeden Fall gucke ich mal, wie das Puder so ist vielleicht, ne? Weil Puder haben wir jetzt nicht so häufig in Beautyboxen drin enthalten. Und wie gesagt, ich finde es halt klasse, dass wir ein transparentes Puder, ein Translucent Powder hier drin haben, weil ich denke auch sehr viele von euch, die diese Box dann ja auch sich holen werden, das interessieren könnte. Auch etwas, was viele verwenden können, ist hier so ein Perfume Mist, mega geil. Das ist von Sol de Janeiro Brazilian Crush Cheriosa 68. Ich glaube, das habe ich noch gar nicht. Ja, Brazilian Jasmine and Pink Dragon Fruit sind da die Duftkomponenten. Das dürfte jetzt auch eine Travel Size sein, eine etwas kleinere Größe, was ich jetzt aber auch nicht so schlimm finde, weil ich finde die Originalgröße schon sehr riesig. 30 Milliliter ist eigentlich für so ein Parfüm vollkommen in Ordnung. Ich habe die orangene, gelbe Variante aktuell in Anwendung. Die mache ich mir einfach abends drauf. Das ist halt nicht so ein Eau de Parfum oder so, weil das dufttechnisch nicht so lange, lange hält. Aber ich finde es ganz schön, wenn ich mich auch so geduscht habe und so weiter und ich einfach
wie frisch geduscht noch weiterhin riechen möchte, das unterstützt das auf jeden Fall ganz gut. Und das ist auch eine sehr leichte Variante. Und Jasmin, Leute, das ist natürlich voll meins, ne? Ich glaube, dass das auch die Duftrichtung von dem ist, was ja, glaube ich, Retinol und AHA oder sowas enthält. Diese Produkte, da hatte ich, glaube ich, auch mal eins von. Da mochte ich den Duft auch gerne leiden. Dann habe ich hier noch Invisibubbles drin. Ja, das ist praktisch. Da sind 3 Stück drin enthalten. Das ist in einer braunen Farbe. Ja, auf jeden Fall sehr praktisches Produkt, weil ich denke, viele werden sowas verwenden. Ich habe jetzt hier auch gerade einen Invisibubble eben noch in den Haaren drin gehabt, ne? In reger Anwendung. Wir kommen gleich auch zu den großen Klopperprodukten, aber vorher habe ich hier noch ein Klopperprodukt von der Marke her und zwar von Drunk Elephant. Lala Retro Whipped Cream mit 5 Millilitern. Ein Facial Moisturizer. Und Drunk Elephant, ich wusste irgendwie nicht wirklich, dass es das auch bei Look Fantastic gibt, ist eine sehr hochpreisige Marke. Und das ist doch großartig, wenn man hier einfach die Möglichkeit hat, um einfach mal zu gucken, ob diese Formulierung überhaupt zu einem passt, bevor man sich jetzt irgendwelche größeren Produkte davon holt. Deswegen finde ich das fantastisch, hier drin zu haben. Muss ich ganz ehrlich sagen. The Inky List ist eine neue Marke, die bei Look Fantastic auch in der Online-Shop-Geschichte eingezogen ist. Die haben ja auch diesen riesigen Online-Shop, also nicht nur die klassische The Box, die wir kennen, und die Limited Editions und den mega geilen Adventskalender, auf den ich mich auch dieses Jahr extrem freue, sondern halt auch, ja, Marken, alle möglichen Marken, die man eigentlich so kennt, haben die im Online-Shop. The Inky List ist eine neue und da ist das Hyaluronsäure-Serum hier mit drin. Das ist tatsächlich auch wirklich für jeden geeignet. Steht hier auch drauf, 30 Milliliter. Und eigentlich kann auch wirklich jeder Hauttyp einfach ein Hyaluronsäure-Serum gebrauchen, spendet Feuchtigkeit und wir waren heute auch den ganzen Tag draußen, ne? Also jetzt gerade, wo ich drehe, ist Wochenende, das merkt meine Haut. Also wenn ich heute Abend mich dann abschminke und dusche und so, dann werde ich auch wieder schön Feuchtigkeit benötigen und ja, das gibt auf jeden Fall eine schöne Feuchtigkeitsgeschichte, eine schöne Feuchtigkeitsversorgung für die Haut. Finde ich klasse. Und ich glaube, die Inky List ist auch diese eine Marke, genau. Die haben in dieser Innenseite halt auch super viel immer drin stehen und sind da sehr transparent, auch mit den Inhaltsstoffen sehr aufklärend, würde ich mal so sagen. Und das finde ich schön. Ja, damit kannst du deine Haut schön durchfeuchten und hast hier eine Creme, ein Serum. Ich bastel mir das ja immer hier auf dem Tisch so ein bisschen zusammen, ne, dass ich dann weiß, welche Routinen das vielleicht sind. Hier habe ich einen 10 Lux Instant Hero Skin Perfector Illuminating Wash Off Body Bronzer. Das ist spektakulär, 150 Milliliter. Ich bin ja gar kein Fan von Selbstbräuner eigentlich, ne? Das muss ich wirklich sagen. Ich mache es mir mal so auf meine Beine drauf, bin ich ehrlich, weil ich einfach so krass helle, weiße Beine habe, dass man fast schon durchgucken kann. Also man sieht auf jeden Fall die Adern und was auch immer. Und dann ist es ganz nice, wenn man vielleicht so einen leichten Hint auf Tint hat. Aber ich packe mich halt nicht in die Sonne so, ne? Weil ich halt super viele Muttermale habe. Ich bin sehr anfällig eben für Sonnenschäden und so. Und das hört sich auf jeden Fall interessant an. Illuminating ist auch interessant, muss ich sagen. Wash Off Body Bronzer finde ich sehr innovativ. 150 Milliliter ist eine große Größe. Und ja, individuell dosierte Wunschbräune für alle. Ein revolutionär abwaschbarer 3-in-1 Selbstbräuner, welcher die Haut perfektioniert und ihr ohne Transfer sofort Bräune und rund um die Uhr einen strahlenden Schimmer verleiht. Das finde ich nicht so geil. Strahlender Schimmer ist nicht so mein, dann wird das glitzerig sein, ne? Keine Streifen, keine Geruchsbildung, kein Aufwand. Geeignet für Veganer, tierversuchsfrei. Und dann steht man hier, wie man das Ganze machen soll. Mal gucken, ob ich das ausprobieren werde. Versaut man sich damit sehr die Dusche? Mal gucken. Dann habe ich hier was Riesiges von Elemis mit am Start. Superfood Multimist 4-in-1 Facial Mist. Für alle Hauttypen, das durchfeuchtet, hydratisiert und primet auch. Richtig cool, 100 Milliliter. Ja, Primer, ne? Habe ich für mich persönlich sowieso entschieden, dass ich jetzt einfach weniger mir diese feuchtigkeitsspendenden Geschichten hole, weil ich habe eigentlich eine gute Skincare immer am Start. Da brauche ich eigentlich keinen separaten Primer zum Feuchtigkeitsspenden. Das Einzige, wofür ich einen Primer brauche, ist Glow. Zum Beispiel habe ich heute auch die MAC Strobe Cream drunter und ich finde, man merkt es auch irgendwie so ein bisschen. Ja, das ist ein Sprayer. Sehr charmant. Sehr, sehr charmant. Kann man wahrscheinlich auch so als Toner, als Zwischendurchgedönsen mal verwenden. Keine Ahnung. Finde ich auf jeden Fall sehr, sehr nice. Bei Augenkontakt gründlich ausspülen. Das ist kein Kosmetikum, nicht zum Verzehr geeignet. Ja, schön. Muss ich nur mal gucken, wie ich das dann genau anzuwenden habe. Das
kühl tatsächlich, was jetzt natürlich auch ganz gut passt, ne, im Frühling, Sommer. Das soll die Haut hydralisieren und ausbalancieren. Das kannst du als Toner, als Primer, als Setting Spray und als Hydrating Mist verwenden, um ein Healthy Looking Glow zu bekommen. Das kommt jetzt wohl fürs Beautyboxen. Ja, ne, das kann ich mir wirklich sehr, 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 sehr gut vorstellen, das in die Routine zu integrieren. Vor allem, wenn du das als 4-in-1-Produkt auch wirklich verwendest, ne, dann hast du nicht 4 verschiedene Produkte dann immer bei dir rumstehen, wenn es so auch dann bei einem funktioniert. So, Beautyworks habe ich hier noch. Ein 10-in-1, meine Güte. Ne, hier geht die Party ab. Miracle Spray delivers 10 Benefits. Du machst den Frizz weg, machst Shine wieder da, das nährt, hat Öle irgendwie mit dabei. Oder, nee, replenishes Oils. Replenischen? Das ist dann doch, dass Öle neutralisiert werden, oder? Keine Ahnung. Hat einen Hitzeschutz mit dabei, soll entwirren. Ein Conditioner ist es auch noch mit dabei. Er soll hier diese Split Hair Ends vermeiden. Natural Body, was? Enhances Natural Body. Achso, dass du quasi einen natürlichen Körper für deine Haare hast. Soll reparieren. Ja, ein Daily Treatment. Das hört sich interessant an. 250 Milliliter, da muss ich mal schauen, ob das gegen meins von Kaimana anstinken kann, weil das ist ja wirklich so mein Holy Grail. Ne? Also ich probiere auch immer wieder andere. Ich habe jetzt aktuell auch noch ein anderes, was ich aufbrauche von Jean and Len. Das Keratin ist es, glaube ich. Aber da muss ich zusätzlich auch nochmal den Schutzengel verwenden von Gotobi als, ne, Hitzeschutz. Und hier ist ja auch schon wieder alles mit dabei. Das ist schon nice, ne? Also für Faulies ist diese Box, glaube ich, eine wirklich gute Sache. Und hier habe ich dann noch das letzte Produkt, Glow Hub. Oh, das ist, glaube ich, auch so eine ganz gehypte Marke, oder? Ein Buff Blush Glow Up Color Stick in Pinched. Okay, 5 Gramm haben wir hier drin. So schaut die Verpackung aus. Die Marke sagt mir was. Habe ich die... Irgendwo habe ich die schon mal gesehen. Wahrscheinlich beim Durchstöbern auf... ja, bei Look Fantastic, ne? Mhm, interessant aus. Also das könnte auch quasi aus einer etwas anderen Rubrik stammen. Und so schaut der Blush aus. Sehr schön, sehr frisch. Oh, tolle Farbe. Das mag ich ja gerne. Das ist eine gute Farbe. Und Blush ist... Gut, wir haben öfters jetzt Blushes mit in Beautyboxen, sind wir mal ehrlich. Ne? Okay, die Oberfläche musste etwas angewärmt werden. Huh. Und das geht ab. Passt zu meinem Oberteil, ne? Würde auch zum Look sehr gut passen. Nice. Nice, 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 nice. Oh. Mm. Hat jetzt keinen großen Duft. Ich bin einfach nur gerade von der Farbe und von der Konsistenz sehr happy, weil das auch sich sehr pflegend anfühlt, ne? Hat das ein Glow auch mit dabei? Interessant. Okay, ich glaube aber nicht. Nee, das sieht einfach nur shiny aus, weil das halt gesünder aussieht. Mm, ich habe jetzt hier einmal die Box geöffnet. Und ich finde, dass wir schon einen ziemlich coolen Inhalt haben. Ich mag einfach diese Konstellation, die Look Fantastic auch bietet, dass du sowohl dekorative Kosmetik als auch Pflege mit dabei hast. Und bei den Pflegeprodukten versuchen die auch darauf zu achten, dass das auch wirklich immer für alle möglichen Hauttypen geeignet ist. Wir haben hier eine komplette Skincare-Routine im Prinzip mit Reinigung, Toner, Serum und Gesichtscreme mit dabei. Wir haben universell verwendbare, bis auf den Blush, den können wahrscheinlich auch nicht alle Hauttöne so verwenden. Dekorative Kosmetik, die viel verwendbar sind. Wir haben was für die Haare mit dabei. Das Selbstbräunungsprodukt gehört jetzt einfach in die Jahreszeit, sind wir mal ehrlich, ne? Das Einzige, was jetzt vielleicht noch ein bisschen fehlen könnte, wäre halt irgendwie so ein bisschen was für den Körper. Aber hast du ja eigentlich durch das Tanning-Produkt und auch durch das Parfüm, also schon gut gestaltet. Mal wieder. Ich kann es nicht anders sagen. Ich bin immer wieder hin und weg und ich möchte euch diese Box von Herzen empfehlen, ihr Lieben. Link dazu in der Infobox. 5 Euro sparen mit Claudi Welt. Das gibt euch generell auf alles, was dort im Onlineshop zu finden ist, den maximalen Rabatt. Und ja, dann wäre es das hier schon wieder gewesen. Schreibt mir gerne eure Meinung zu den Produkten in die Kommentare. Und schaut in der Infobox vorbei wegen der Verlosung. Da habe ich euch auch die Teilnahmebedingungen reingesetzt. Ihr Lieben, das wäre es hier gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wäre ein Däumchen ein Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.